Das wissen wir aus Erfahrung, auch aus dem Zweiten Weltkrieg. Gegen Ende des Krieges, in der letzten Phase, im letzten Drittel, steigen die Verluste sowohl auf der Seite der Zivilbevölkerung als auch der militärischen Seite exponentiell an. Und so wird es auch in der Ukraine sein. Das ist ein Erfahrungswert, der hat verschiedene Gründe. Das hängt mit Materialverlusten zusammen. Das hängt damit zusammen, dass auch der Einsatz stärker wird, weil die Not, die man selbst erkennt, immer größer werden. Also das ist ein Erfahrungswert. Und das ist ja auch der Grund, weshalb ich dafür plädiere, wenn man wirklich die Ukraine retten will, dann darf man nicht noch mehr Waffen liefern, sondern dann muss man sehen, dass man diesen Krieg beendet mit einem Waffenstillstand und einer Friedenslösung. Das ist das Beste, was man für die Ukraine tun kann.